Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer Tüte. Yeah, willkommen zurück zu Minecraft. Musik. Und mehr Kohle. Das wir komplett mitnehmen natürlich. Alter, ist das viel Kohle. Aber ich brauche die Kohle. Ich brauche den Vorrat. Ich habe es gemerkt. Ich brauche diesen Vorrat an Kohle. Und ja, meine Spitzhacke wird definitiv zerbrechen, bevor ich da durch bin. Jetzt darf ich definitiv wieder dort zurücklaufen. Einfach hier auch 1000 Kilo Redstone liegen. Ich darf mir erstmal da unten auch noch gleich eine Truhe basteln, wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich das da hinhängen. Halt noch durch! Spitzhacke, halt noch durch! Bitte! Halt durch! Sei stark! Sei stark, Spitzhacke, sei stark! Sei stark! Sei stark, Spitzhacke! Sei stark, sei stark! Du packst das! Du schaffst das! Oh Gott, wie weit ist der Weg denn noch? Das kann doch nicht so sein! Wahrscheinlich wäre zu weit gegraben. Muss gerade gucken. Ich bin dort. Irgendwie ist es ein bisschen blöd, wo ich bin. Naja, weitermachen. Cobblestone kriege ich hier auch umsonst, also was will ich denn mehr? Was will ich denn mehr? Und dann lande ich wahrscheinlich gleich direkt am Meer. Ich bin, glaube ich, schon echt massiv zu weit. Komm, wir hauen jetzt uns hier durch. Biegen jetzt hier ab. Da auch den einen hin. Der macht's eh Peng. Oh, hat Peng gemacht. Und jetzt gehen wir zurück. Okay, Moment. Erstmal schauen, wo wir lang müssen. Erstmal ein bisschen rennen. Sonst brauchen wir ja Jahre, bis wir zurückkommen. Hat der eine gerade aufgehört zu rennen? Ach, er hat die Wand berührt. Oh komm, hör doch auf. Ups. Boah, ne? Diorit. Granit. Habe ich noch immer ein Abfallprodukt, das ich nicht brauche? Ja, Andesit. Erstmal ein bisschen was Momsen. Alter, wir laufen gerade massiv in irgendeiner Richtung. Moment, ich habe mich viel zu weit gebuddelt, alter Schwede. Alter Schawutzki! Ich wollte nur an dieses Ende. Okay. Ist kein Problem, ist kein Problem. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich habe so viel Kohle, kann ich aber auch ein bisschen rumschmeißen. Um mich rumschmeißen. Akazienbude. Brauchen wir uns eine Truhe. Stellen wir hier hin. Und ballern erstmal alles rein, was ich nicht brauche, ne? Jop. So. Den kann man zum Auffüllen noch mitnehmen. Alter, die Kohle kann ich auch erstmal zum Teil da reinwerfen. Die sollte ich draußen lassen. Logischerweise. Weißt du was? Ich kann noch einen Dirtblock reinlegen. Haha. Mal den hier. Du, 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 du. Ja, du, du. 1, 2, 3. Pam. 1, 2, 3. Zack. Zackidi zack. Pam, Peng. Was sollte erreichen? Jetzt machen wir es andersrum. Wir drehen den Spieß um. Halt, nehmen wir mal. Hier war ich ja auch schon. Moment. Diamant. Diamant. Ich hab aber das Gefühl, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Da wo Redstone ist, kann auch Diamant sein. So immer mein Gefühl gewesen. Wir bunden uns einfach genau in die Richtung, wo wir gerade waren. Einfach quer durch, ne?
Bisschen nach oben natürlich, damit wir auch komplett durchkommen. Aber wir reißen dann auch den Rest einfach weg, ne? Ist das Gold? Ist das Gold? Ne, geil, Gold, kann ich auch mitnehmen. Gold ist immer gut zu brauchen, kann man bestimmt irgendwas mit anfangen. Goldäpfel oder so ein Shit. Wenn man mal Äpfel hätte, ne? Irgendwann komme ich eh da durch und dann werde ich mich gerade gleich krass wundern, wo ich da überhaupt angebunden. Ah, wow! Wow! Diamantenflöt! Mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich muss hier raus. Ich muss hier erstmal da lang. Da lang. Ist mir jetzt scheißegal hier. Und das und hier und da noch einen. Und ah, ich muss einen geraden Weg, Laufweg haben, ne? Ruhe! 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 Nimm an! Haha! Bruder! Geilo! Oh, geil! Geil, geil, geil! Das war nicht geplant! Ach ja! Ein Glück habe ich dann letztens nicht weitergekommen. Da war ich, glaube ich, wo ich dieses Loch hier gegraben habe mit einer Steinhacke. Hätte ich mich gern und ich hätte es nicht mehr gefunden. 100 Pro nicht mehr gefunden. Okay, ich bin aber gierig. Komm, wir schauen nochmal nach, ob da noch irgendwo in der Ecke einer rumliegt. Ja, ist gut. Brauchst nicht ausrasten. Ich mag, ich nehme dich schon mit. So. Von dir mal ausrasten. Oh, ups. Aber wir buddeln uns jetzt einfach mal weiter. Wir haben ja nichts gefunden. Nichts Großartiges. Geil. Jetzt haben wir 8 und oben haben wir schon 2. Heißt, wir haben 10 Diamanten. 10 Diamanten, wisst ihr, was das heißt? Nicht? Ich auch nicht. Oh, ups. Schaut euch die Strecke an, die ich noch weitergegraben habe. Plus hier dann rein. Ja, da habe ich ein bisschen viel abzubauen, meiner Meinung nach. Oh shit, Alter. Oh shit, Alter. Wie viel Kobbel habe ich? Ich hatte gerade vorhin schon so viel Kobbel. Wir fangen auf der anderen Seite an, weil hier ist so ein bisschen blöd, ne? Nehmen wir schon auf der anderen Seite ordentlich auseinander und dann kletten wir den ganzen Boden. Also von da aus. Okay, let's go! Let's go, Merko! Oh Gott. Ich sehe schon, dass hier irgendwo noch Diamant hängt. Eisen, nehme ich auch mit. Mehr Eisen ist mehr Eisen, ist mehr Diamant im Endeffekt, weil ich mir buddeln kann. Geil. So. Da-da-du. Ich müsste mir echt irgendwann mal Obsidian machen und dann mir einen Verzauberungstisch holen. Und mir also bessere Mining-Kräfte holen, wie auch immer das heißt, keine Ahnung, kein Plan. Ich hab doch keinen Schimmer vom Verzaubern, das weiß man doch. Ich so der Planlose bin, den Minecraft-Spielern. Kannst du mal bitte? Danke. Warum auch immer du dich gerade so extrem abgegraben hast. Merkwürdig. Vielleicht war da nur eine Fackel unten drunter, was ich nicht glaube, weil... ich nicht glaube. Aber du weißt das schon, ne? Ach Leute, so viel Buddeleien und ihr schaut wahrscheinlich gar nicht mehr zu. Hab schon alle ausgeschalten. Aber vielleicht gefällt es euch ja, wer weiß das schon. Ach ja. Ja, ich bin gerade geistig weg gewesen. Tut mir leid, Leute. Ich habe nämlich über das nachgedacht, wie ich am besten hier effizienter arbeite als so. Weil das ist ja schon ein bisschen langweilig.
uneffizient, aber ich muss, glaube ich, so weitermachen. Ach, tut mir leid, Leute, ich war gerade ein bisschen gechillt. Das passiert ab und an. Das dürft ihr euch noch öfters reinziehen. Ach ja. Aber ich sehe, die Zeit ist schon wieder rum. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wo es heißt, diese Kante noch wegbuddeln. Aber vielleicht haben wir genug Cobblestone in der nächsten Folge schon, damit wir gleich wieder hochgehen können. Ein bisschen basteln. Bis dahin, tschüss.